Edward Snowden enthüllte danach, dass niemand XRP kaufen wird. Willkommen auf dem Kryptomillionäre-Kanal. Wenn dir dieses Video gefallen hat, vergiss nicht, es zu abonnieren und zu liefern. Glauben Sie, dass die Analysten mit XRP recht haben? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare. In letzter Zeit ist die Aufmerksamkeit der gesamten Crypto-Community auf einen Rechtsstreit zwischen Ripple und der SEC gerichtet. Auch Edward Snowden, der sich in seinem letzten Interview nach diesen Ereignissen gewählt hat, kann nach diesen Ereignissen niemand XRP kaufen. Die US-Börsenaufsichtsbehörde hat den Ripple-Fall überraschend angegriffen und einen Brief mit zusätzlicher Autorität eingereicht, um Ripples Fair Notification zu schützen. Gleichzeitig fiel der XRP-Token in den letzten 24 Stunden um 2,33% auf 70 amerikanische Cent, gefolgt vom Abwärtstrend des Marktes. Da erwartet wird, dass der beliebte Fall der SEC gegen Ripple im April dieses Jahres gelöst wird, hat die SEC einen neuen Schritt unternommen, der viele zum Nachdenken brachte, ob sich die bisherigen Erwartungen ändern könnten. Die amerikanische Regulierungsbehörde verwendet eine Gewinnbewegung aus einem anderen Fall, um die Schlüsselargumente von Ripple zu treffen. Im September 2020 verklagte die SEC John M. Fife und fünf von ihm kontrollierte Organisationen, weil sie billige Aktien im Wert von 21 Milliarden Dollar verkauften und einen Gewinn von 61 Milliarden Dollar erwirtschafteten, ohne sich als Wertpapierhändler anzumelden. Die Fife-Verteidigung hat ein ähnliches Argument wie Ripples Argument angenommen und behauptet, dass die SEC ihnen keine faire Warnung gegeben hat und der Begriff Händler ausgiebig interpretiert werden kann. Letzten Monat hat das Gericht dieses Argument widerlegt. Natürlich beabsichtigte die Regulierungsbehörde nun, diese Ablehnung zu nutzen, um den Schlüsselschutz von Ripple zu treffen, faire Benachrichtigung. Ebenso behauptet die Ripple-Verteidigung über Fair Notification, dass die Regulierungsbehörde sie nicht über einen möglichen Verstoß gegen Bundessicherheitsgesetze informiert hat und erklärte, dass der Begriff Investitionsvertrag von der SEC falsch verwendet wird und fügte hinzu, dass die Theorie der SEC, dass XRP eine Investition ist, Vertrag, nicht mit Fakten, Gesetz und Fairness übereinstimmt. Keine ausländische Regulierungsbehörde hat festgestellt, dass XRP ein Wertpapier ist. In der Tat ist genau das Gegenteil der Fall. Die USA wären eine unglückliche Ausnahme. Die SEC verwendet das neueste Ergebnis des FIFA-Falles, um darauf zu bestehen, dass der Begriff Investitionsvertrag seit 1946 an rechtliche Parameter gebunden ist. Im Falle von Ripple besteht das verbindliche Recht, den Begriff Investitionsvertrag zu interpretieren, seit 1946. W.J. Howey Co., 328 US, S. 298-99. So gibt FIFA zusätzliche Befugnisse, um Ripples vierte bejahende Verteidigung zu treffen. Die Fälle haben jedoch unterschiedliche Fristen. Anwalt Jeremy Hogan erklärte auf Twitter, dass das Ergebnis des FIFA-Falls der Position der SEC in ihrem Antrag auf Verteidigung der fairen Benachrichtigung von Ripple wenig hilft, also hat die SEC es verklagt. Obwohl die SEC versucht, die Ähnlichkeiten beider Fälle zu beseitigen, behauptet Hogan, dass sich der FIFA-Fall in einer völlig anderen Phase des Rechtsstreits befand und sich der Standard völlig von dem Fall der SEC gegen Ripple unterscheidet. Im FIFA-Fall versuchte der Beklagte, eine faire Mitteilung zu argumentieren, um die Klage vollständig abzulehnen, und scheiterte, weil die Belastung für die Partei, die einen Antrag stellen möchte, sehr groß ist. Im Falle von Ripple ist es die SEC, die versucht, eine faire Benachrichtigung zu verteidigen, und es ist eine schwere Last für sie. Ripple CEO Brad Garlinghouse hat Ende 2021 die Hoffnung aufgegeben, wie er CNBC sagte. Es ist klar, dass wir die guten Fragen des Richters sehen. Und ich denke, der Richter versteht, dass es nicht nur um Ripple geht, es wird breitere Konsequenzen haben. Die nächste Anhörung wird ein wichtiger Tag für den Ausgang des Ripple-Falles und damit für den XRP-Preis sein. Das Timing ist für XRP ziemlich schwierig. Sein Abwärtstrend scheint der allgemeinen Bewegung des Kryptowährungsmarktes zu folgen. XRP ist in den letzten 24 Stunden um 2,33% auf 0,7634 US-Dollar gefallen, wie in der folgenden Grafik gezeigt. Nachdem die SEC im Dezember 2002 eine Klage gegen Ripple eingereicht hatte, fiel der XRP-Preis von 0,60 auf 0,1748 Dollar. Er fiel weiter und verlor Positionen, bleibt aber in den Top 10 der Kryptobewertung. XRP erholte sich dann im Jahr 2021 und erreichte am 10. November 2021 einen Höchststand von 1,34 Dollar, obwohl es nicht gelang, das Jahr über 1,01 Dollar zu schließen.
XRP-Enthusiasten erwarten, dass Ripple den Fall gewinnt und XRP eine massive Rallye startet, die auf sein Allzeithoch von $3.40 steigt oder die Zahl sogar verdoppelt. In früheren Prognosen wurde jedoch der aktuelle Rückgang des Kryptowährungsmarktes nicht berücksichtigt. Und wenn der Ripple-Fall eine überraschend negative Entscheidung hätte, könnte XRP das gleiche traurige Ergebnis sehen. Ein Unterstützer von Ripple, Anwalt John Deaton, hat ein Alarmsignal für die gesamte Kryptowährungsgemeinschaft ausgesprochen. Der Anwalt sagte, dass die Gemeinschaft die SEC-Ripple-Bedrohung als eine sehr ernste Bedrohung wahrnehmen sollte, die über Ripples XRP hinausgeht und die von ihnen unterstützten Kryptowährungen unterstützt. Im Gespräch mit YouTuber Naomi, der Gründer und der führende Crypto-Law, sagte, dass die Mitglieder müssen beiseite legen ihre Differenzen und Vorurteile in Bezug auf Netzwerke, die sie unterstützen. Er fügt hinzu, dass sie verstehen müssen, dass die SEC die Branche als Ganzes mit ihrer Klage gegen Ripple angreift. Der Wortlaut der SEC-Beschwerde gegen Ripple und sein XRP-Token kann auf jedes andere Blockchain-Netzwerk angewendet werden, sagte er. Öffnen Sie die Beschwerde und lesen Sie. Sie können buchstäblich die Kryptowährung, die Sie besitzen und lieben, durch XRP ersetzen und die Formulierung wird gleichermaßen anwendbar sein. Deaton erklärt, dass er die Gemeinschaft nicht auffordert, Ripple plötzlich zu unterstützen. Das liegt daran, dass er anerkennt, dass andere Marktteilnehmer Zweifel an Ripple und XRP haben. Diese Vorbehalte beinhalten eine Abneigung gegen Ripple-CEO Brad Garlinghouse und die Meinung, dass das Token in den Händen von Ripple zu zentralisiert ist. Er befürwortet jedoch, dass die Gemeinschaft sich gegen eine übermäßige SEC-Abdeckung im Kryptoraum wehrt. Sie müssen nicht für Ripple kämpfen, aber sie müssen für Krypto kämpfen und sie müssen sich gegen die übermäßige SEC-Abdeckung wehren. Und das ist, denke ich, eine gemeinsame Verbindung, die uns näher bringen könnte. Dies ist nicht das erste Mal, dass Deaton darauf hinweist. Bereits im Oktober warnte er, dass jede andere Kryptowährung, einschließlich Bitcoin und Ether, nicht sicher wäre, wenn die SEC erfolgreich wäre, was sie mit Ripple versuchte, indem sie das XRP-Token als Wertpapier deklarierte. Deaton ist mit seiner Meinung nicht allein. Auch Fox Business-Korrespondent Charles Gasparino äußerte ähnliche Bedenken. Der heutige Live-XRP-Preis beträgt €0,526579 bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von €2,44106209,8. Wir aktualisieren unseren XRP zu Euro-Preis in Echtzeit. XRP ist in den letzten 0,97 Stunden um 24% gefallen. Wie viel glaubst du wird XRP im Jahr 2022 kosten? Schreibe deine Antworten in die Kommentare. Heute verabschiede ich mich von dir, danke, dass du dieses Video bis zum Ende angeschaut hast und wenn es dir gefallen hat, bitte like es und abonniere den Kanal, um das neue Video nicht zu verpassen.